Nach 19 Uhr begann natürlich die Hektik und das große Nachdenken. Was heißt das? Zunächst mal die Überlegung, was machen wir am nächsten Tag, wenn die dann wirklich kommen, die DDR-Bürger? Dann müssen wir natürlich darüber berichten, aber dann natürlich diese nagende Frage, und was bedeutet das heute Abend? Die Tagesthemen hatten sich ganz konkret dann gewünscht und haben gesagt, pass auf, geh doch mal zu einem Grenzübergang, stell dich vor die Mauer, wir schalten dann live. Das ist dann ja vielleicht zum letzten Mal in dieser Situation und das ist dann doch ein historischer Vorabend. Dann können wir das doch machen. Und das hat dann erstaunlicherweise auch sehr schnell geklappt. Zwei Techniker fanden sich noch, die mit diesem kleinen Übertragungswagen da rausgefahren sind und haben dann in Rekordzeit dann auch unsere Funkverbindung aufgebaut. Denn damals gab es ja keine Satellitenverbindung, sondern man musste in einer mehrstündigen Arbeit normalerweise eine Funkstrecke aufbauen, um live senden zu können. Und die haben das sehr provisorisch und sehr schnell gemacht. Wir waren genau mit dem Beginn der Tagesthemen dann in der Tat sendefähig. In der Zwischenzeit hat meine Kollegin Christine Kolmer und ich, wir sind zu verschiedenen Grenzübergängen gefahren mit einem Kamerateam und haben gedreht und haben dann daraus ein Bericht gemacht, der auch in den Tagesthemen lief, so in der Tendenz, hier ist noch keiner gekommen, da auch noch nicht, aber alle warten und alle fragen sich. Und das war dann schon auch in der Textgestaltung schon so ein Teil dieser wachsenden Anspannung. Man dachte, irgendwas könnte doch passieren heute Nacht. Und diese Unklarheit, was bedeutet das sofort, das unverzüglich von Jabowski, hat uns ja auch erreicht. Vielleicht meint er ja doch sofort wirklich und nicht erst morgen. Und dann wurde eben auch, gingen die Berichte ein bisschen in diese Richtung. Und ich stellte mich dann im Rahmen dieses Berichtes auch noch für einen kleinen Aufsager vor das Brandenburger Tor an die Mauer dort, wo überhaupt nichts los war, und versuchte sozusagen den historischen Moment zu erfassen, den ich dann schon ein bisschen ahnte und habe gesagt, 28 Jahre lang stand diese Mauer, ab morgen wird es nur noch ein Baudenkmal sein, denn klar war mir schon, wenn es eine Art Reisefreiheit gibt, wenn es Reisefreiheit gibt, dann ist die Mauer überflüssig. Dann kann man sie sozusagen am nächsten Tag abreißen. Vor 28 Jahren und knapp 3 Monaten wurde die Mauer erbaut. Sie wurde zum Symbol nicht nur der Teilung der Stadt und der Teilung Deutschlands, sondern sie wurde auch ein Symbol des Kalten Krieges. Spätestens seit heute Abend ist dieses Bauwerk nur noch ein Baudenkmal. Noch vor 5 Tagen, am letzten Sonnabend, hatten die DDR-Grenztruppen das Gebiet zwischen Brandenburger Tor und Friedrichstraße hermetisch abgeriegelt. Damit sollte verhindert werden, dass die Demonstranten vom Alexanderplatz zur Mauer, zum Brandenburger Tor durchbrechen und hier über die Mauer klettern. Aber spätestens seitdem DDR-Bürger nur mit ihrem Personalausweis über die Tschechoslowakei nach Westdeutschland reisen konnten, war es klar, dass auch dieses Bauwerk hier quer durch Berlin und um Berlin herum keinen Bestand mehr haben würde. Ich glaube, im Endeffekt irgendwann im Laufe dieser Nacht hätte es diese Grenzöffnung gegeben, auch wenn die Medien im Westen jetzt ganz zurückhaltend berichtet hätten und gesagt hätten, das bedeutet eigentlich erst ab morgen oder so irgendwie, dann wären sicherlich auch Leute gekommen. Aber es hat eine zusätzliche Dynamik bekommen durch die Berichterstattung. Das haben ja auch alle Beteiligten hinterher gesagt, dass also das Fernsehen, aber auch der Rundfunk an diesem Abend dann für die Menschen ungeheuer wichtig war.